Diese Frage, die wir heute stellen, bedrohen Facebook und Co., Google, die Demokratie. Wie erleben Sie diese Debatte? Das kommt, glaube ich, ganz darauf an, wie man das nutzt und wer es wann wofür nutzt. Also ich sehe natürlich diese sozialen Netzwerke auch kritisch. Das geht um Kommerzialisierung, das geht darum, wie solche Inhalte ausgespielt werden, wen sie erreichen und unter welchen Bedingungen. Das heißt, wenn wir Inhalte ins Netz posten, müssen wir uns diesen Bedingungen immer wieder anpassen. Also zum Beispiel in der Textlänge, die so einen Post begleiten oder in der Art und Weise der Ansprache. Weil diese Algorithmen oder diese Bedingungen, die dahinter stehen, die sozusagen dafür sorgen, dass unsere Inhalte ausgeliefert werden, sich permanent verändern, ohne dass wir wissen, was sich konkret verändert. Das ist so ein Try and Error. Also wir probieren Sachen aus. Und je nachdem, wie gut oder wie schlecht manche Dinge laufen, wissen wir, okay, das wird gut ausgeliefert, das wird weniger gut ausgeliefert. Also es gab eine Zeit, da wurden Fotos bevorzugt, es gab eine Zeit, da wurden Videos bevorzugt. Aktuell ist es so, dass zum Beispiel Links nach außen, also aus dem Netzwerk heraus, fast gar keine Berücksichtigung mehr finden. Es gab eine Zeit, da konnte bei Facebook zum Beispiel Audio abgespielt werden, das geht gar nicht mehr, ne? Das ist weg. Und dann, wenn man zum Beispiel bei Twitter ist, hat man eine andere Diskussionskultur, weil es erst eben 140 Zeichen waren. Das war sehr begrenzt. Das heißt, da spitzt sich automatisch Text zu. Das muss man einfach wissen. Mit 280 Zeichen ist es ein bisschen besser geworden. Jetzt gibt es Threads, also Leute machen mehrere Blöcke von 280 Zeichen. Im Prinzip wie ein Gedanke pro Tweet. Und so, also Menschen nutzen das, das verändert sich. Das Problem an solchen Geschichten ist, dass wir auf Empörungen massiv reagieren. Das haben wir jetzt bei Zeitler nicht so, aber wenn ich jetzt persönlich zum Beispiel was twittere, was ich auch sehr regelmäßig mache, muss ich im Hinterkopf haben, in dem Moment, wo ich was twittere, muss ich so für eine Stunde oder zwei erreichbar sein. Wenn ich was twittere und dann nicht mehr erreichbar bin, dann kann es sein, und es kann sein, ich kann das nicht berechnen, dass mein Tweet in irgendeinem Feed landet, also bei irgendeiner Person, die dann sagt, das finde ich aber richtig kacke. Und die nimmt Bezug darauf und die empört sich. Und dann kommen noch mehr, die das genauso doof finden und sich dann auch empören. Und dann stecke ich plötzlich in einer Kommunikationswelle. Und das ist häufig eine One-to-Many-Kommunikation. Also ich als Einzelperson gegenüber der Vielheit des Internets. Und ich muss im Prinzip auf alles reagieren oder eben auch nicht, aber ich muss das permanent entscheiden. Und das ist die Situation, in der sich viele Social-Media-Managerinnen und Manager befinden. Wenn man das jetzt mal zum Beispiel bei Deutschlandfunk Nova sehen würde, da gab es sehr lange, das hat sich mittlerweile glücklicherweise verändert, eine Person, die ganzen Social-Media-Kanäle bespielt hat, also Facebook, Twitter, Instagram. Das heißt, diese eine Person war ansprechbar für alle Hörerinnen und Hörer, aber auch für alle Themen, die wir gemacht haben. Ja, von der europäischen Finanzpolitik bis hin zu irgendwelchen Tierschützern, die sich über die Wolfsjagd aufregen. Und ich muss auf alle Bezug nehmen können. Das ist ein Riesenanspruch an meine Fähigkeiten, nicht nur kommunikativer Natur, sondern auch, was das Wissen angeht. Weil ich muss mich plötzlich mit allen Themen auskennen, obwohl ich nicht Autorin bin. So. Und inwiefern beeinflusst das auch die Auswahl der Themen, die Sie auf Social Media ausspielen? Das beeinflusst das insofern, dass wir bestimmte Themen nicht ausspielen, wenn wir wissen, dass kein Personal da ist. Also, naja, es gibt Themen, die können... Da kann man bis drei zählen, dann weiß man, dass da die erste Diskussion aber die Flüchtlinge kommt. Das geht aber auch bei Themen, bei denen man es gar nicht auf dem Schirm hat manchmal. Das sind Themen, die man besser nicht abends um 18 Uhr setzt, weil dann zum Beispiel es auf den Feierabend zugeht. Die werden ja zeitverzögert ausgeliefert, diese Sachen. Viele Menschen gehen so zwischen ab 20 Uhr zum Beispiel nutzen die das Netz, so parallel zur Tagesschau oder so, auf jeden Fall nach Feierabend. Das heißt dann, wenn sehr viele Menschen in sozialen Netzwerken unterwegs sind, sind sehr wenig Redakteure da oder Redakteurinnen. Und dann haben wir ein Missverhältnis an der Stelle. Das Internet hat keine Öffnungszeiten, sage ich dann gerne. Im Netz auch unterwegs, im öffentlich-rechtlichen Auftrag, ist Florian Hager, ist Programmgeschäftsführer von Funk. Wenn viele den Begriff Funk, die über 35 sind, nicht wissen, was das ist, dann haben sie damit wahrscheinlich kein Problem, denn sie wollen genau die Jüngeren erreichen. Also all die, die nicht mehr klassisch fernsehen, obwohl ich zum Beispiel auch nicht mehr klassisch fernsehe, aber diejenigen auf jeden Fall, die nicht mehr vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk als junge Menschen erreicht werden. Können Sie uns beschreiben, was hinter Funk steckt? Und ist es Absicht, dass die Namen ARD und ZDF da nur versteckt, wenn überhaupt vorkommen? Darauf kann ich gerne noch mal näher eingehen, weil sie sind nicht versteckt. Sie sind klar als Absender gekennzeichnet und das war auch nie ein Problem für uns. Das ist so ein bisschen das, was
Noch aus dieser Zeit, wo die jungen Radios von ARD mit anderen Namen möglichst weit von der eigenen Marke weg sein wollten, damit sie nicht gleich ausschließend irgendwie keine Menschen erreichen. Das haben wir nie gemacht. Aber Funk ist ein Netzwerk, das ist uns ganz wichtig. Und ich finde es auch interessant, dass die Worte, die wir uns da vor 3-4 Jahren irgendwie rausgesucht haben und so schreiben, was wir machen, jetzt also ein bisschen Konjunktur in anderen Kontexten finden. Es ist einfach unglaublich wichtig, dass wir als Netzwerk auftreten. Was die ARD ja nur in Teilen hinkriegt und die Öffentlich-Rechtlichen. Und wir sind ein Netzwerk, wir machen kein Radio, kein Fernsehen, wir machen auch kein Trans-Cross-Multi-VR, was auch immer, was da immer so Ihnen als Innovation und die Zukunft vorgegeben wird. Wir machen Videos, wir machen auch ein paar Podcasts, aber wir machen vor allem Videos. Wir spielen diese Videos auf Drittplattformen aus und tun dies inzwischen mit relativ großem Erfolg, nur dass Sie es ein bisschen einordnen können. Ich glaube, Sie haben alle von Berlin-Babylon mitgekriegt. Da gab es ja Pressemeldungen, dass Berlin-Babylon die erfolgreichste Sendung in der ARD-Mediathek war. Ich glaube, am Ende mit irgendwie 10 Millionen Abrufen. Und das ist wirklich toll. Das ist gar kein Thema. Ich will es auch nicht kritisieren. Unsere Jugendserie Druck, die hat über 80 Millionen Abrufe. Also nur, dass Sie mal eine Relation haben. Das ist kein Katzenvideo und kein Firlefanz, sondern das ist wirklich relevant. Das geht von der einen Seite von fiktionalen Serien bis hin zu investigativem Journalismus. Auch interessant, dass es irgendwie dann aus der Blase der Jugendlichen gar nicht rausragt. Wir haben ein Stück gehabt über Spotify, auch eine Plattform, die nicht ganz unrelevant in der Zielgruppe ist, über die Musik konsumiert wird. Und wir haben über einen investigativen Journalismus herausgefunden, dass die ganzen Menschen, die da inzwischen schnell nach oben kommen, vor allem die diese aus dem Deutsch-Hip-Hop, Deutsch-Rap kommen, die inzwischen mehr Nummer-1-Hits als die Beatles haben. Auch das ist vielleicht eine Nachricht, die Sie irgendwie schockieren wird. Da kommen Menschen, die haben Sie vor 2 Wochen noch nie gehört und die haben dann innerhalb von 2 Monaten mehr Hits als die Beatles. Dass das Geldwäsche ist, dass da Systeme gibt, die Geldwäsche sind, was natürlich in unserer Zielgruppe super relevant war und auch interessant war. Also auch solche Dinge decken wir da auf und an den Stellen haben wir unglaublich hohe Abrufzahlen. Das heißt, nicht nur mit kurzen Videos und Blödsinn, sondern mit politischen Themen. Zur Europawahl hat man einen Riesenschwerpunkt. Der Mai diesen Jahres war unser erfolgreichster Monat mit über 150 Millionen Videoabrufen. Und manchmal wird jetzt sogar, ja, da waren ja die Europawahlen. Aber ich war vorher bei Arte. Und überall, wo Europa drauf stand, kommt am nächsten Tag, war mal klar, dass da hinterher 0,0 Leute zugeschaut haben, weil Europa einfach kein Schwein interessiert, wenn es draufsteht. Das ist aber nicht wahr. Wir haben zur Europawahl ganz viele Schwerpunkte gehabt und Inhalte gemacht und die sind super gelaufen. Also wir sind da sehr, sehr stark unterwegs, sehr, sehr breit aufgestellt, über 80 verschiedene Kanäle. Wir sind auf YouTube, wir sind inzwischen fast kaum mehr auf Facebook, weil die Plattform tatsächlich für uns an Relevanz verliert. Nur wer sagt, man ist nicht mehr auf Facebook und ist dann auf Instagram, schießt sich selber ins Bein, ist die gleiche Firma, die Daten werden jetzt zusammengeführt. WhatsApp gehört denen ja auch noch, also das ist so die relevanteste Plattform in der Zielgruppe und auch über die Zielgruppe hinaus, auf der wir nicht aktiv sind, weil es da einfach rechtliche Beschränkungen gibt. Aber im Groben 80 Kanäle, seit 3 Jahren gibt es uns. Wir haben zum Glück auch ein paar Preise gewonnen, das juckt die Zielgruppe null, aber es ist in solchen Runden immer ganz spannend. Wir haben den Deutschen Fernsehpreis. Wir machen keinen Fernsehen, wir haben den Deutschen Fernsehpreis, Grimme-Preise, Grimme-Online-Preise. Wir haben jetzt sogar ein Guinness-Buch, der Rekordeintrag für die längste TV-Show der Welt. Also letzte Woche haben wir den gekriegt. Okay. Also genau. Und also wir machen sehr viel. Ich glaube, wir machen das im Sinne des öffentlich-rechtlichen Auftrags. Wir machen es auch nicht aus Jux und Dollerei. Es ist staatsvertraglich festgelegt, Paragraph 11g. Steht explizit drin, dass wir das tun sollen. Und da steht drin, wir sollen 14- bis 29-Jährige mit öffentlich-rechtlichen Inhalten erreichen. Und da komme ich jetzt zurück. Da steht nicht drin, dass wir eine Jugendplattform gründen sollen. Da steht auch nicht drin, dass wir eine Jugendmarke gründen sollen. Sondern da steht drin, wir sollen öffentlich-rechtliche Inhalte, wir sollen die Lebenswirklichkeit der Zielgruppe thematisch aufgreifen und Inhalte für diese Zielgruppe machen. Und genau das tun wir. Und deswegen steht auch nicht vorne drauf ARD und ZDF, deswegen haben wir auch nicht unser Budget in eine Marketingkampagne reingesteckt. Wir haben fast gar kein Marketing gemacht und erfüllen so den Auftrag. Aber ohne amerikanische Social-Media-Konzerne könnten sie wahrscheinlich gar nicht existieren, oder könnte man sich das theoretisch vorstellen? Also da müssen wir so aufpassen, amerikanisch, weil inzwischen TikTok ist eine Plattform, ist die aus China kommt, wobei die Server auch in Amerika stehen. Also wir sollten aufhören, irgendwie da immer nach Amerika zu zeigen.
Aber ja, für uns sind diese Plattformen extrem relevant. Warum sind sie es? Weil wir auf das Handy wollen, also dieses Endgerät hier. Da werden unsere Inhalte konsumiert. Auch das wird Sie vielleicht an manchen Stellen wundern. Warum kann man hier gucken und warum kann man hier auch mal eine Stunde gucken? Und wie gesagt, dieser 72-Stunden-Livestream, die Zahlen, 85% der Leute haben es hier geguckt. Die haben natürlich keine 72 Stunden geguckt, völlig klar, aber die durchschnittliche Nutzungsdauer war auch über eine Stunde. Das heißt, hier wird geguckt, auch wenn wir immer dachten, nee, das ist ja Quatsch, warum diese Verengung und große, immer größere Bildschirme. Das heißt, wir wollen auf dieses Endgerät, und es gibt nicht so arg viele Möglichkeiten, auf dieses Endgerät zu kommen. Sie können natürlich versuchen, eine App zu machen. Dann müssen Sie dafür sorgen, mit extrem viel Marketing, dass diese App überhaupt runtergeladen wird. Dann haben Sie diese App hier drauf. Ich habe bei dir gerade drauf gespickt, du hast auch wie ich 2.500 Apps da drauf. Ich lade mir ständig Apps runter, aber wie viel nutze ich denn dann? Das sind dann irgendwie 4 oder 5. Also sind wir wieder beim Relevant Set, was im Fernsehen ja auch ist, mit die Vielkanalwelt, und ich nutze am Ende eigentlich nur ein paar. Das heißt, ich muss mit meiner App so relevant sein, dass ich die nicht nur runtergeladen kriege, sondern dass ich die täglich nutze. Und außer einer News-App, wo ich halt ständig reingehe, weil ich News will, weil das mich triggert, ist es dann schon extrem schwer, eine App zu bauen, wo ich nicht wieder über unglaublich viel Marketing die Leute darauf bringe, diese zu nutzen. Das heißt, es war am Ende auch eine Entscheidung zu sagen, ja, was ist da vorinstalliert, was wird genutzt und wir nutzen die. Zum Glück ist du hast es gesagt, ich kämpfe dafür und ich bin auch glühend davon überzeugt, dass es richtig ist und dass wir für ARD und ZDF da wichtige Erfahrungen sammeln, weil das, was wir machen, nicht 1:1 für das komplette System denkbar ist. Aber ich glaube, wir müssen diese Erfahrungen machen. Wir sind da unterwegs und wir können diese Erfahrungen mit diesen Plattformen nur machen, wenn wir da unterwegs sind. Von außen drauf zu gucken, bringt nichts. Wir müssen unsere Erfahrungen machen und in dem Bereich, wo wir uns, dürfen wir auch Fehler machen, können auch diese Fehler machen. Und deswegen ist mir auch wichtig, dass ich an anderer Stelle, die Beyond Platforms Initiative, habe ich einen Verein gegründet, wo es natürlich eher darum geht, was ist denn das große Bild? Und die Diskussion hier finde ich deswegen so spannend, weil es eigentlich darum geht, wo sind denn in dieser Öffentlichkeit die öffentlichen Räume in dieser digitalen Welt? Wo ist denn die Bibliothek quasi? Also es ist ja toll, dass wir in der Bibliothek sind, weil das ist der einzige öffentliche Raum, wo ich rein kann, nichts bezahlen muss, nichts konsumieren muss, mit Menschen und mich unterhalten kann und Medien nutzen kann. Wo sind diese Räume im Digitalen? Und ich bin nicht der Verfechter zu sagen, zerschlagt Facebook und baut YouTube nach. Halte ich für kompletten Blödsinn. Aber zu überlegen, wo sind denn genau in so einem Bebauungsplan auch die öffentlichen Räume, die Kindergarten, die Spielplätze, whatever. Und da, die Diskussion finde ich viel spannender als so diese pessimistische Angst vor diesen Plattformen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja, Florian Hager hat es im Grunde ja auch mit erwähnt, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Bestands- und Entwicklungsgarantie gegeben. Das Recht eben, sie überall da zu tummeln, wo Florian Hager und wo Nora Hespers sich rumtreiben. Haben Sie den Eindruck, dass dieser Auftrag des Bundesverfassungsgerichts noch genügend gesehen wird und machen die Öffentlich-Rechtlichen da auch genug? Also das Verfassungsgericht hat nicht vorgegeben, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk in sozialen Netzwerken eben gerade nicht konkret. Und da muss ich doch noch mal drauf zurückkommen, weil das von ganz zentraler Bedeutung ist. Es hat in seinem letzten Rundfunkbeitragsurteil eher als opita dictum sehr grundsätzliche Ausführungen gemacht zur Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in einer Deutlichkeit, wie man sie bisher noch nie gelesen hat. Und auch mit einem klaren Auftrag, dass der Gesetzgeber den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der digitalen Welt publizistisch wettbewerbsfähig halten muss, weil ansonsten eben die Demokratie Schaden leiden wird. Das ist die tiefe Überzeugung der Richter, die sehr skeptisch gegen andere mediale Angebote eingestellt sind. Also die Skepsis ist beim Verfassungsgericht eigentlich noch deutlich größer als bei mir, muss ich sagen, wenn man das so nachliest. Aber zurück gerade zur Funk. Was ganz wichtig ist, der öffentlich-rechtliche Rundfunk war bisher sehr, sehr stark im Online-Bereich eingeschränkt. Funk war das erste große Einfallstor für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie die Nummerierung schon zeigt, Paragraph 11g, der ist also nachher dazugekommen. Und diese Bestimmung ist sehr, sehr interessant, weil sie diesem Funk einen Auftrag gibt, den es vorher so noch gar nicht gab. Da wird nämlich nicht zwischen linearen und nicht-linearen Angeboten unterschieden, sondern es wird gesagt, ihr dürft beides machen. Linear und nicht linear. Das ermöglicht genau das, was jetzt Funk auch gemacht hat unter ihrer Leitung. Nämlich
so ein neues Netzwerk mit sehr viel Erfolg aufzubauen. Und jetzt kommt etwas, was durchaus bedeutsam ist. Mit dem 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag sind viele Schranken für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Online-Bereich weggefallen. Jetzt darf auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk im übrigen Bereich, was er vorher gar nicht durfte, auf Drittplattformen. Der durfte nämlich gar nicht auf YouTube oder Facebook oder was auch immer, sondern er war eigentlich auf seine Mediathek beschränkt. Nur Funk durfte das. Jetzt hat man das dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch den geänderten § 11f und den geänderten § 11d umfassend gestattet. Mit einer immer noch hochproblematischen Ausnahme, Verbot presseähnlicher Angebote. Aber das ermöglicht überhaupt jetzt das für die öffentlich-rechtlichen Programmmacher, was Funk vorher schon eben erfolgreich ausprobieren konnte, nämlich in den sozialen Netzwerken, in Videoplattformen vertreten zu sein. Und das muss man auch. Wenn man da nicht vertreten ist, bin ich ganz bei Herrn Hager, da kann man darüber klagen, wie schlimm diese Welt ist, aber dann wird man einen großen Teil seiner Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr erreichen. Also da bleibt einem gar nichts anderes übrig, als dort vertreten zu sein. Und wenn man dort vertreten ist, muss man auch sich neu überlegen, wie man das macht. Das ist jetzt nicht mein Metier, ich bin kein Programmmacher. Aber man kann nicht eins zu eins die lineare Welt auf soziale Netzwerke übertragen. Das weiß jeder, der Programm macht. Und damit beschäftigen sich auch viele beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da war der öffentlich-rechtliche Rundfunk übrigens durchaus erfolgreich, weil er sehr, sehr intensiv, auch mit wissenschaftlicher Unterstützung, bei der Politik klargemacht hat, wenn ihr überhaupt noch politische Berichterstattung durch öffentlich-rechtliche Medien wollt, dann müsst ihr die Hürden für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Online-Bereich abbauen. Die Hürden waren vorher katastrophal. Wir haben das mal in einer Studie im Einzelnen aufgeführt, haben auch vorgeschlagen, was man ändern kann. Und die Länder sind dem glücklicherweise weitgehend gefolgt. Aber es gibt ein weiteres Problem. Und das ist ein wirkliches Problem, Herr Hager. Wir haben es mit sozialen Netzwerken und Videoplattformen zu tun, die nahezu monopolartig sind. Es sind noch zwei, wenn ich die Chinesen mitrechne, drei große Unternehmenseinheiten, die das weltweit beherrschen. Monopole sind für Meinungsvielfalt hochgefährlich. Und deshalb müssen wir rechtliche Rahmenbedingungen schaffen. Da kommen wir gar nicht drum herum. Und da sind die Länder allenfalls in Ansätzen zu bereit. Der Medienstaatsvertrag will jetzt die sozialen Netzwerke, Videoplattformen so ein klein bisschen in die Pflicht nehmen. Aber das ist wirklich nur ein klein bisschen. Das Entscheidende passiert nämlich nicht, wie man die Meinungsmacht begrenzt. Wir überlassen im sonstigen Medienbereich ja auch vieles den Privaten und wir lassen sie agieren. Aber wir haben ein Vielfaltsicherungsrecht. Das ist aber in der analogen Welt stecken geblieben. Wenn Google alle privaten Medien, wenn Google RTL übernehmen würde, könnte unser Medienrecht dagegen genau null machen, weil Google davon gar nicht erfasst wird. Wir erfassen nur lineares Fernsehen mit unserem Vielfaltsicherungsrecht. Das ist eine Welt, die gar keine Rolle mehr spielt. Das heißt, wir brauchen ein vernünftiges Vielfaltsicherungsrecht, was eben solche Machtmonopole auch erfasst. Aber dafür bräuchten wir auch den gewissen politischen Willen. Und ja, das Problem ist ja, dass wir so viel Medienpolitik haben, wie es Länder in Deutschland richtig gibt. Also ist das nicht auch aus der Zeit gefallen? Müsste man das nicht ändern? Um schneller handlungsfähig zu werden. Sie stellen eine berechtigte Frage, kann man wunderbar streiten, was ist besser, Zentralismus oder Föderalismus? Wenn Sie für Medienvielfalt sind, müssen Sie immer für Föderalismus sein. Unser medienvielfältiges System ist überhaupt nur entstanden, weil wir einen Föderalismus haben. Denn wir hätten sonst auch im öffentlich-rechtlichen Bereich keine Vielfalt. Wir haben doch einen unheimlichen Gewinn in Deutschland dadurch, dass wir unterschiedliche Landesrundfunkanstalten haben. Das ist vielen gar nicht so bewusst. Wir nehmen das so als selbstverständlich hin wie die Demokratie. Aber wir haben publizistische Vielfalt.
Landesrundfunkanstalten, das ZDF, ist ein enormer Gewinn für die Informationsvielfalt. Deshalb bin ich immer noch für den Föderalismus, auch wenn das mit den Ländern schwer ist. Aber so erfolglos waren ja die Länder bisher gar nicht. Immerhin haben sie eine große Finanzierungsreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hinbekommen. Hat ihnen kein Mensch zugetraut, nämlich den neuen Rundfunkbeitrag. Wenn das nicht gelungen wäre, wäre der öffentlich-rechtliche Rundfunk ziemlich am Ende, wenn man beim alten Gebührensystem geblieben wäre. Das muss man sehen. Und das ist 16 Ländern gelungen. Das Vielfaltsicherungsrecht könnte auch gelingen. Es ist eigentlich gar nicht zu verstehen, warum das nicht gelingt. Weil eigentlich jedes Land weiß, dass das alte System völlig überholt ist. Wir haben ein Recht bei der Vielfaltsicherung, das hat einen Anwendungsbereich von 0,5%. Also es gibt nur einen Fall, wo es noch eingreifen würde. Wenn nämlich RTL und die Sat.1, ProSieben, Sat.1 Media AG sich zusammenschließen würden. Das ist der einzige Fall, der überhaupt noch erfasst wird. Ein abstruser und gar nicht vorstellbarer Fall. Das heißt, die Länder sind hier schon zum Handeln gezwungen. Ich will aber noch weitergehen und da ist Ihre Frage völlig berechtigt. Wir müssen vor allem auf europäischer Ebene handeln. Dort nicht mit dem Vielfaltsicherungsrecht, aber mit dem Wettbewerbsrecht. Denn Europa ist sehr wohl handlungsfähig. Europa ist auch handlungsfähig gegen die großen sozialen Netzwerke. Das hat Europa übrigens unter Beweis gestellt. Es gab drakonische Wettbewerbsverfahren gegen alle großen Netzwerke und man ist auch in der Lage, das durchzusetzen. Denn die Abhängigkeit ist ja gegenseitig. Es ist ja nicht so, dass nur wir von den amerikanischen und vielleicht in Zukunft chinesischen Unternehmen abhängig sind, sondern diese Unternehmen sind vom europäischen Markt abhängig. Das ist nämlich der größte Markt. Ich habe auch Zweifel, ob es gelingen kann, ein europäisches, wettbewerbsfähiges Netzwerk jetzt noch aufzubauen. Die meisten öffentlich-rechtlichen Anstalten haben ja inzwischen auch schon Probleme, qualifizierte Volontäre zu bekommen, was vor Jahren noch vollkommen undenkbar war, dass es überhaupt Personalprobleme gäbe. Wie erleben Sie das, Florian Hager? Das ist absolut gut, dass wir über das Thema sprechen, weil das ist, glaube ich, das zentrale Thema. Schaffen wir überhaupt noch eine Attraktivität für junge Menschen? Und an sich brauchen wir ja die Besten. Ja. Und wir tummeln uns im Feld. Ich muss mich immer bemühen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Also ich habe es gerade erzählt. Also meine Praktikantin hat gerade mehr Instagram-Follower als Funk jemals haben wird. Ja. Die macht ein Praktikum bei uns. Die hat über 625.000 Follower auf Instagram. Mhm. Das ist krass. Die braucht uns nicht. Die verdient da Geld. Das ist der völlig wurscht, was wir da machen. Interessanterweise nicht am Ende. Aber das heißt, wir sind da in der Problematik, dass wir diese Brains gar nicht mehr zu uns holen können, weil wir im Produkt dann an vielen Stellen nicht mehr attraktiv sind. Es ist definitiv nicht mehr so, dass sich die Top-Leute jeden Jahr, die für Journalismus interessieren, automatisch für ein Volontariat bewerben. Was früher definitiv der Fall war. Woran liegt das am Geld? Also dass es nicht spannend ist, dass es eben kein... Also ich merke, dass die Mitarbeiter, die dann sich für uns entscheiden, einfach schon dann offen sind für den Sinn, der dahinter steht. Mhm. Und da funktioniert, und deswegen, wir haben nie verhehlt, dass wir von ARD/ZDF sind, wären wir auch blöd, weil das ist genau der Grund, warum dann Menschen sagen, nein, ich habe jetzt keine Lust mehr, bei einer Tochterfirma von ProSieben Sat.1 oder Bertelsmann zu arbeiten, die Influencer irgendwie mit irgendwelchen Taschen bemustert oder für irgendwelche Rossmanns Shampoos entwickelt, sondern ich möchte inhaltlich arbeiten, deswegen kommen wir zu euch. Wir verdienen da weniger Geld, aber das ist uns wert an der Stelle. Also ich glaube, der Sinn, die Sinnhaftigkeit des Ganzen erreicht auch nicht 100% der Zielgruppe, aber da erreichen wir Leute, die ohne Probleme auch andersweitig unterwegs sein könnten. Und wir müssen uns schon die Frage stellen, wo sind wir an anderer Stelle bei ARD und ZDF dann auch inhaltlich noch so interessant und so relevant, dass die Leute Bock haben, da hinzugehen. Und da ist ein bisschen eng. Also da sehe ich jetzt nicht so viel. Nora Hespers. Naja, ich glaube, es ist auch eine strukturelle Geschichte. Ne? Also warum soll ich warten, bis mir jemand erlaubt zu senden, wenn ich einfach senden kann? Ja? Ich kann bei Instagram, bei YouTube, ich kann meine eigenen Sendungen machen. Der Grund, warum ich Podcasts mache, ist, weil keine Redaktion davor sitzt und sagt, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Pitch uns das doch mal. Ich habe keinen meiner Podcasts gepitcht. Ich mache einfach 3 Podcasts, weil ich es kann, weil ich die Technik zu Hause habe und war mit 2 davon für den Grimme Online Award nominiert, ohne dass da ein Sender hintersteht. Also als Privatperson
Person in einem Jahr, das geht schon. Und das Ding ist, ich brauche den Sender nicht. Trotzdem bin ich weiter und das auch mit Leidenschaft öffentlich-rechtliche Journalistin, weil ich die Werte, die wir als öffentlich-rechtliche Journalisten vertreten und auch als Medienunternehmen, enorm wichtig finde in einer Demokratie. Wir müssen nur möglich machen, dass junge Menschen Teil davon sein können und nicht erst irgendwie Assistenten um Assistentinnenstelle gemacht haben und gekratzbuckelt haben, was auch nicht mehr so ist dank Funk, das muss man so sagen. Das hat sich in den letzten 3 Jahren massiv verändert, dass auch junge Kolleginnen und Kollegen gehört werden, angehört werden, dass man interessiert auf das guckt, was sie tun. Aber dazu musste erst etwas wie Funk passieren, dass diese Aufmerksamkeit entsteht. Dazu musste es erst Kolleginnen und Kollegen geben, die in ihrer Freizeit unentgeltlich sehr qualitativ hochwertige Podcasts machen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Mensch Mutter kennt. Das ist ein Podcast über eine Frau, die eben in der DDR aufgewachsen ist und sozusagen den Vergleich ziehen kann, wie war das als normaler Mensch, also als Postzustellerin in der DDR, als alleinerziehende Mutter sozusagen sich durchzuschlagen, und die Tochter interviewt sie. Dieses Produkt, es hat ein Jahr, selbst mit dem Grimme Online Award, den sie dieses Jahr bekommen hat, hat es noch ein halbes Jahr gedauert, bis ein Sender gesagt hat, ach, das ist ja eine super Idee, das senden wir. So. Und das ist schade, das ist total schade. So, wir haben ganz viel von diesem Potenzial. Die Strukturen sind noch nicht so, dass das sozusagen automatisch nach oben gespült wird. Daran arbeitet man gerade, zumindest im WDR, für andere Sender kann ich das nicht sagen, und das ist super. Wenn wir uns aber mal die Entwicklung ankommen, dann sind wir ganz schön spät dran. Das heißt, der Druck kommt eigentlich von unten, müsste definitiv aber eigentlich von oben kommen. Die Türen müssten aufgehen von oben, ne? Oder es müsste so eine Sogfunktion geben. Das heißt, sind das dann die Hierarchen möglicherweise, die da auch das ein oder andere verschlafen haben, ohne natürlich Namen zu nennen? Naja, ich mache ja Internet seit 2004 oder so. Also ich mache das schon wirklich sehr lange. 2007 haben wir die Internetseite Zeig das wunderbare Welt des Fußballs gemacht. Allein da hatte ich schon Probleme. Wir wollten eine Farbgebung, die im WDR nicht vorgesehen war. Das habe ich dann durchgeboxt mit Orange und Gelb und so. Das war genau, aber das Internet wurde sehr lange wirklich naserümpfend angesehen. Und es ist auch jetzt noch so, dass viele Kolleginnen und Kollegen auch immer noch auf soziale Netzwerke gucken, mit Distanz. Sie selber nicht benutzen, sagen, da sind nur die Hater, und deswegen auch nicht gestalten können, weil man nicht versteht, wie es funktioniert. Und ich bin einfach ganz lange der Nerd gewesen in diesen Sendeanstalten, wo man sagte, naja, das mit der Technik macht die Nora. Und dann hat man sich nicht weiter darum gekümmert. Und jetzt fängt man an zu verstehen, dass man sich darum kümmern muss. Nur da, wir schreien, also alle Onlinerinnen und Onliner schreien seit 10 Jahren zum Beispiel, wir brauchen eine eigene Plattform. Lasst uns Videos so darstellen, dass sie teilbar sind, dass sie einbindbar sind, dass sie woanders stattfinden können. Das alles, naja, das alles war reglementiert. Nur wenn wir, genau, aber wenn wir sagen, wir haben etwas wie einen Rundfunkbeitrag, das heißt, die Leute haben für diese Inhalte bezahlt, und wir haben dann zum Beispiel sowas wie, dass wir das löschen müssen. Ja, und wissen Sie, wer jetzt, Dinge, die fünf Jahre alt sind, sind aus dem Internet verschwunden. Die landen auf Fehler 404-Seiten oder werden zurück zur Homepage geleitet. Wer da ganz vorne ist in den Suchmaschinenergebnissen, sind privatrechtliche Unternehmen, die auf Suchmaschinenoptimierung gesetzt haben. Warum haben die das gemacht? Weil die mit diesen Klicks Werbung verkaufen und Geld bekommen. So, warum haben wir das nicht gemacht? Weil wir darauf nicht angewiesen sind. Das heißt aber, im Endeffekt haben wir gesagt, wir sind auf unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht angewiesen. Finde ich schwierig. Professor Armin Grunwald, es gibt ja seit längerem schon die Debatte um eine europäische Alternative, eine digitale Plattform, die unabhängig machen oder unabhängiger machen könnte von anderen internationalen Konzernen. Wie realistisch ist das denn Ihrer Meinung nach überhaupt? Also Robert Habeck zum Beispiel hat auch letztens gefordert, ein europäisches Facebook zu machen. Jetzt von Ihrer technologischen Expertise her betrachtet, ist das sinnvoll, möglich, wünschenswert, finanzierbar? Also meine technologische Expertise, ich bin Philosoph, mehr ja, als das meine. Ist ja so eine Sache. Also klar, die Diskussion ist schon alt und ich kann sie irgendwie auch verstehen. Wäre doch wunderbar, ja, wenn man vielleicht sogar global eine Art Facebook hätte, das von Zivilgesellschaft plus demokratischen Kräften und so weiter gegovernt wird, wie man das auf Neudeutsch sagt, also betrieben wird, wo die Staaten halt einzahlen, wo der Access, der Zugang frei ist.
Also eine freie Plattform für alle, ohne diese Negativeffekte, die wir ja sehen. Ohne dieses Geschäftsmodellartige. Natürlich wollen die Geld verdienen, deswegen sind die ja gegründet worden. Als Vision ist das irgendwie schon nachvollziehbar. Realisierbar ist noch eine andere Frage. Also klar, Europa hat auch geschafft, mit viel Geld den Airbus irgendwie in Schwung zu bringen. Ja, riesige industriepolitische Maßnahme. Ich glaube, da funktioniert die Internetwelt anders. Das kann man nicht mit alter Industriepolitik machen. Netzwerke sind was anderes als große Firmen. Also groß, physisch irgendwie. Und ich finde eigentlich viel faszinierender, was Sie beide erzählen, wie Sie die jetzige Infrastruktur nutzen, um gute Sachen zu machen im Sinne einer öffentlichen Kommunikation. Das nimmt ja fast ein bisschen das auf, war ja mit meinem Vortrag so ein bisschen am Ende darauf aus, lasst uns nicht die positiven Visionen zur Demokratie im Internet vergessen, die vor 20, 25 Jahren so hoch geflogen sind, nur weil wir sehen, die Realität ist anders, sondern rangehen und gucken, ob wir mit den wunderbaren technischen Möglichkeiten nicht eben auch solche guten Dinge machen können. Und ich glaube, das ist eher der Weg. Herr Unterberger, Sie wollten dazu was sagen? Ja, also ich kann es ganz kurz machen. Ich stimme Ihnen zu. Ich glaube, wir sollten keine Diskussion führen, wo wir uns gegenseitig sagen, das geht nicht. Das hören wir eh immer wieder. Das höre ich jeden Tag 100 Mal im Haus. Das ist eine Diskussion, die brauche ich überhaupt nicht. Ja, was wir brauchen, ist die Vision und die Vorstellungskraft, was alles möglich ist. Und da ist nicht die Vorstellung, dass wir morgen ein europäisches Facebook aufsperren und einen großen Tiger oder Elefanten da hineinsetzen. Das halte ich auch nicht für realistisch. Das niederländische Projekt, das du gut kennst, heißt ja Public Spaces, Plural. Ja? Und wir wissen ja alle, wir haben in Europa sehr viele Sprachen, Sprachbarrieren. Also das wird ja gar nicht möglich sein, dass wir attraktiv irgendwie einen großen Tiger dort hineinstellen und den verstehen alle. Da braucht man vorher noch die Lösung der Sprachbarrieren. Aber es ist möglich, grenzüberschreitend, multikulturell, kooperativ etwas zu machen. Und es interessiert mich, das sollen die Spanier mit machen, das sollen die Engländer, die Franzosen in ihrem Sprachraum, das machen die Deutschen, die Österreicher, die Schweizer. Endlich einmal, wir sprechen ja die gleiche Sprache. Na hallo, sind wir auch schon drauf gekommen. Na, also, so geht Zukunft. Zukunft funktioniert partizipativ, kooperativ, grenzüberschreitend. Wir leben doch bitte schon endlich in einem Europa, wo wir zwar jetzt wieder neue Grenzen haben, aber solange wir zwischen unseren Ländern keine Grenzen haben, sollten wir diesen grenzfreien Raum auch wirklich nützen. Ja? Und da spricht gar nichts dagegen, einmal deutschsprachige Social-Media-Visionen zu entwickeln. Ja? Und ich glaube, daran sollten wir uns orientieren. Das kann auch kleinräumig sein. Ich sage da immer wieder, wir haben auch in Österreich, habt ihr ja auch, nicht kommerzielle Medien, auf die vergessen wir häufig. Ja? Die machen ganz wertvolle regionale Community-Arbeit. Das ist extrem wichtig. Das kennt in Hönigsberg auch keiner, was in Wien passiert und umgekehrt. Aber trotzdem ist es für die Demokratie in den Regionen enorm wichtig. Ja? Und ich reg mich nicht darüber auf, dass das Community-Radio in Wien, in Bad Gäusern nicht gehört wird, ja? Weil in Bad Gäusern gibt es nämlich ein eigenes. Ja? Und ich glaube, in dieser Dimension der Vielfalt sollten wir auch den digitalen Raum gestalten und uns nicht aufhalten mit den Vorstellungen, dass wir alles gleich monomanisch und gigantisch machen müssen. Aber wir müssen den Weg freimachen für Initiative, so wie Sie das eben angeschnitten haben und wie ich glaube, dass das die jungen Leute auch machen wollen. Nur da ist die Frage, wer nimmt das in die Hand? Wer macht die Türen auf? Und ich glaube, dass da die Öffentlich-Rechtlichen die Möglichkeit dazu haben. Denn uns gibt es, ich rede ja sehr viel, nur mehr einen Satz noch, auch mit ausländischen Kollegen, mit Amerikanern, da reden wir dann stundenlang und dann sagen sie, ja, das und das und das und das würden wir dann brauchen in Amerika. Und dann sage ich immer, weißt du, dass wir das in Europa längst haben? Ja? Ja. Ich bin sogar dort angestellt. Ich kriege sogar Geld dafür. Wir haben das ja. Wir haben das in Form der öffentlich-rechtlichen Medienstruktur. Nur diese Struktur wird sich ändern. Ja? Wir werden in Zukunft vielleicht mehr kuratieren, kooperativ arbeiten. Und diesen Veränderungsprozess, glaube ich, den müssen wir mit Mut und auf der Basis der Kompetenz, die wir erworben haben, machen. Genau. Da ist ein sehr schönes Beispiel. Ich habe jetzt auch viel gemeckert, ne? Aber es gibt natürlich auch Innovationen und ein sehr schönes Beispiel dafür ist die Deutschlandfunk, also die DLF-Audiothek. Das ist eine App, auf der man Audiostücke von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova abrufen kann und die sind handkuratiert von einer Redaktion, die hat die in verschiedenen, also einfach neu zusammengestellt. Dann gibt es ein Oberthema Politik
Und da finde ich genauso Beiträge vom Deutschlandfunk, aber auch von Deutschlandfunk Nova oder von DLF Kultur, je nachdem, wer dazu was gemacht hat. In ganz vielen verschiedenen, da gibt es Zeit zum Hören, da gibt es einen Podcast, jetzt haben wir gerade einen neuen Podcast gestartet, Therapieland. Und wir merken, dass wir Menschen über diese App neu reinziehen können, dass sie neue Themen bei uns entdecken. Themen, die sie nicht vorher gedacht hätten, dass sie interessieren oder auch neue Sender. Also ne, wer vorher nur Deutschlandfunk gehört hat, hört plötzlich auch was von Deutschlandfunk Nova, weil es thematisch interessant ist. Das ist noch kein soziales Netzwerk, aber das zeigt einfach, was Kuration bewirken kann und was ein anderes Darstellen des linearen Programms im Netz herstellen kann. Nämlich ein Interesse und wirklich hohe Abrufzahlen in diesen Apps und das ist was, was uns eine ganz neue Aufmerksamkeit gibt auf das, was wir produzieren auch und auf den Long Run. Also mich stimmt ja, was Sie und Herr Hager sagen, mehr als hoffnungsfroh. Es ist für mich ganz bemerkenswert, dass der Wegfall rechtlicher Grenzen in einer Einrichtung wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk so schnell zu doch ganz beachtlichen Erfolgen führt. Also Funk kenne ich selbst ein bisschen und staune, wie schnell man dort in einem doch schwerfälligen Tanker, so könnte man es nennen, eben sich auf diese neue Welt eingestellt hat. Und Ihre Beispiele sind genauso befruchtend und stimmen einen genauso hoffnungsfroh. Denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja eine Riesenstärke und die hat er auch im Netz. Er hat nämlich Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit. Und die hat er immer noch in weiten Teilen der Bevölkerung. Das merkt man immer in Krisenzeiten. Wo fragt man danach Informationen nach? Bei öffentlich-rechtlichen Angeboten. Es muss gar nicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk sein. Es kann auch eine andere öffentliche Einrichtung sein, Kultureinrichtung, was auch immer. Und damit muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk wuchern. Er ist, da bin ich ganz bei Ihnen, oft viel zu defensiv. Karl Eugen Eberle hat das mal wunderschön formuliert, wir brauchen im Online Inseln der Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit. Denn wir haben ja eine Vielzahl von Informationen. Herr Grunwald hat es ja wunderbar beschrieben, die so groß ist, wie wir es uns haben früher nie vorstellen können. Aber wir brauchen Hilfsmittel. Wir finden uns da gar nicht mehr zurecht und dann kommen die Suchmaschinen ins Spiel und andere. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss hier platziert sein. Und er hat wirklich zu Recht diesen Ruf, bei allen Fehlern, die er macht, wenigstens journalistisch recherchiertes, glaubwürdiges, einigermaßen verlässliches Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen. Denn unsere Demokratie ist darauf lebenswichtig angewiesen. Also Demokratie braucht idealtypisch, jetzt nehme ich nicht Kant, sondern nehme einen unserer Juristen, Paul Kirchhoff. Die Demokratie lebt vom umfassend informierten Bürger, der umfassend informierten Bürgerin. Nur dann kann man sich wirklich frei entscheiden. Und schon der Fehlinformierte ist gefährlich. Der Nichtinformierte, wenn es nur noch Nichtinformierte gibt, führt zum Untergang der Demokratie. Deshalb sind Informationsmedien in unserer heutigen Welt so wichtig, wie sie nie vorher waren. Sie sind immer zentral wichtig. Professor Kuhnwald wollte was sagen. Er muss auch nachher gleich weg, ziemlich abrupt. Es soll dann nicht unhöflich wirken. Ja, das ist genau der Anlass. Ich wollte jetzt leider gar nichts zur Sache sagen, was ich auch noch gerne tue. Ich muss mich leider verabschieden. Ich fahre noch nach Berlin mit dem IC. Ich habe gerade gehört, der WDR, der ja in Köln was zu sagen hat, der braucht mich im Keller noch ein paar Minuten. Deswegen bin ich jetzt schon weg. Gut, okay. Und wünsche Ihnen noch eine schöne Diskussion. Man braucht vielen viel Dank, mehr dass Sie solcher dabei waren. Diskussionen. Danke den Initiatoren. Tschüss. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, weil eine kleine Runde machen wir nämlich noch. Ich würde auf jeden Fall Professor Dörr fragen, das, was Sie eben auch gesagt haben, war ja auch ein Plädoyer für mehr Geld zum Beispiel. Ist sich die Politik eigentlich der Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in dieser Sache bewusst? Vorsicht. Manchmal weiß man es nicht. Bei mir ist das nicht unbedingt ein Plädoyer für mehr Geld. Ich finde, dass Rundfunkbeitragssystem durchaus bei uns sinnvoll und gut. Wir haben ein weitgehendes, entpolitisiertes Beitragsfestsetzungsverfahren. Im Moment ist die Politik gerade am Nachdenken dran, ob man das nicht ändern soll. Leider auch teilweise mit Unterstützung einzelner öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten. Also sprich die KEF ein Stück weit
entmachten. Ich nenne das mal schlagwortartig so. Ich kann davor nur warnen. Das war ein Riesenvorteil, dass das Bundesverfassungsgericht den Rundfunkbeitrag, vorher schon die Rundfunkgebühr, entpolitisiert hat und gesagt hat, es ist eine fachliche Entscheidung, die ist zu treffen durch eine unabhängige Kommission, die stellt den Finanzbedarf fest und die Länder dürfen von diesem Vorschlag nur aus zwingenden Gründen abweichen. Und sie sind ja einmal abgewichen und sind in Karlsruhe voll auf die Nase gefallen. Nämlich, es wurde festgestellt, dass dieses Abweichen verfassungswidrig war. Also es ist gar nicht leicht, vom Vorschlag der KEF abzuweichen. Nun kann man immer sagen, der Vorschlag der KEF ist zu niedrig, wird auch jetzt gerade darüber diskutiert, aber sie wird ja einen Vorschlag machen. Der hat sie ja schon gemacht, also was man weiß. Ja, sie hat einen ersten gemacht, da werden jetzt nochmal die Anstalten zu angehört und die Länder auch und dann macht sie einen endgültigen Vorschlag. Und dem müssen die Länder prinzipiell mal folgen. Sie können nur abweichen aus Gründen, die vor, wie das Verfassungsgericht das so schön formuliert, vor der Rundfunkfreiheit Bestand haben. Und das sind nur ganz wenige Gründe. Es unterscheidet uns übrigens vom österreichischen Modell. Da gibt es so ein dreistufiges Verfahren nicht. Und am Ende kann das Verfassungsgericht auch wieder darüber entscheiden. Und ich kann dazu nur eins sagen, da muss ich ja eine Lanze für die Juristen brechen. Ohne das Verfassungsgericht in Karlsruhe gäbe es diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland in dieser Form schon lange nicht mehr. Er hat ihn in allen Stürmen, haben die Karlsruher Richter ihn gehalten, jetzt gerade wieder, davor beim ZDF-Urteil, davor bei den zwei Gebührenurteilen, davor bei der Erfindung der Grundversorgung vom Funktionsauftrag. Also ich halte sehr viel davon an diesem staatsfernen Verfahren festzuhalten, auch wenn man mit Vorschlägen der KEF nicht immer einverstanden ist. Aber das ist mir viel lieber, als dass Ministerpräsidenten aus Ärger oder aus Freude über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann bestimmen, ob man mehr oder weniger Geld erhält. Denn das beste Lenkungsmittel auf Medien ist immer das Geld. Und wenn man der Politik ein Stück weit diese Entscheidung aus der Hand nimmt, was die Karlsruher Richter gemacht haben, zum großen Missfallen der Ministerpräsidenten und zum großen Missfallen der politischen Parteien, dann halte ich das für einen Segen für die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ist jetzt fast schon ein Schlusswort, aber wir wollen erstmal die Diskussion noch öffnen. Bevor wir noch eine ganz mini kleine Schlussrunde machen, gibt es Fragen, Anmerkungen, Diskussionsbeiträge aller Art? Hier vorne schon mal, hat sich schon mal ein Herr gemeldet. Also im Großen und Ganzen ist der Ton doch ein bisschen lamoyant, der Sound. Also die Politik ist hier vieles schuld. Dabei gibt es die Politik als einzelne Institution nicht. Wer in der Politik ist schuld, dass es so schlecht geht? Und wenn die Themen, die Sie angesprochen haben, so notwendig sind, Ausstattung, Kooperation, alternative Plattformen bilden, dann brauchen wir dafür Öffentlichkeit. Sie sind Öffentlichkeitsmacher. Wir haben eine ganz kleine Öffentlichkeit hier. Wir sind hier noch 50 Leute. Wir können die Themen nicht öffentlich machen. Sie müssen nach vorne gehen in den öffentlich-rechtlichen Medien, auch ein bisschen aggressiv. Als wir vor 7 Jahren vorgeschlagen haben, dass wir eine Plattform machen, Fake News Free, und zwar mit allen öffentlich-rechtlichen Anstalten, mit allen deutschen Printmedien, die sich auf diesen Grundsatz verständigen würden, von der FAZ bis zur Süddeutschen. Und wir haben eine Publizistik-Plattform in Deutschland, die erweiterbar ist auf Europa. Und die Leute, die die rezipieren, sind ein bisschen sicher, dass ihnen nichts hier vorgemacht wird. Es ist nicht zustande gekommen. Es kommt alles hier nicht zustande. Und wir diskutieren und diskutieren und in der Zeit läuft Google weiter, Silicon Valley läuft weiter, China läuft weiter. Wir sind stolz, dass wir eine Demokratie sind, aber was nützt uns die Demokratie, wenn uns die Strukturen alle machen? Und deswegen brauchen wir mehr Drive in dieser Diskussion und mehr Öffentlichkeit. Diese ist zu klein. Heute, hier. Wir brauchen mehr. Und Sie sind in diesen Arbeiten, in diesen Institutionen, Sie haben fast mehr Chancen. Ich will nur was eins zu dem Rundfunkurteil sagen, Herr Professor Dörr. Der im WDR-Urteil schon hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, da gab es das Internet mit der Vorform schon, an allen Entwicklungen teilhaben darf. Die Garantie wurde damals schon ausgesprochen. Und dann haben Teile der Politik
Die Sender haben bei den Rundfunkstaatsverträgen mitgemacht. Sie haben nicht geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht bei der Mediathek, dass sie eingeschränkt wurden, die Sender. Ja? Das war eine Enteignung der Gebührenzahler. Ich hab die Sachen bezahlt und konnte dann nur noch 8 Tage die Sachen sehen. Das war noch eine Unverschämtheit, weil Frau Merkel einen Kompromiss mit der Verlagsseite gemacht hat. Und die Verleger wollten eben in die Online-Netze reinspringen. Also für sowas brauchen wir mehr Öffentlichkeit, damit die Menschen wach werden, denn die sind nicht alle urteilsfähig. Die gucken nicht den ganzen Tag EPD und lesen jetzt die entsprechenden Sachen. Wir brauchen da Ihre Hilfe. Ja, ich kann mich da meinem Vorredner nur anschließen, dass die öffentlichen Medien haben zwar sehr viele Möglichkeiten und sind auch immer vielfältiger geworden. Es wird viel Geld investiert, nur es geht an der Realität vorbei, die ja ist, dass jemand, wenn jemand aus einem bildungsfernen Umfeld kommt, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass er später sich wirklich ernsthaft mit den öffentlichen Medien auseinandersetzt. Das ist so. Der wird bei Netflix, bei Google, Google ist dabei, ja auch Google TV hat es schon mal probiert, Android TV ist im Gange, dass er da einsteigen wird und nie wieder wirklich davon eingefangen wird. Das heißt, die öffentlichen Medien müssen mit dem Schulsystem, mit dem Bildungssystem zusammenarbeiten, viel mehr. Das heißt, dass die Schule muss auch reformiert werden. Es wird sehr viel gelehrt, was aber in Vergessenheit gerät, was gar nicht so wichtig ist in der heutigen Welt. Weil es ist viel, viel wichtiger, den Umgang zu lernen mit der neuen Wirklichkeit, was eben die neuen Medien sind. Und das ist in der Schule schon lange versäumt worden und so wie ich das mitbekomme, auch weiterhin. Das heißt, die Schüler wissen, was Internet ist, aber es wird viel zu wenig gelehrt, was damit gemacht werden kann. Also ich kann mit einem Messer kann ich einen wunderbaren Kuchen backen, beziehungsweise ein Gericht herstellen, oder ich kann jemanden töten. Also die digitalen Medien können ein Segen sein, können aber auch ein Fluch sein. Und diesen Richtung Segen zu gehen, das ist auch die Aufgabe der Schule. Und wenn das verpasst wird, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, dass das später dann durch diese Leute noch, die dann eingefangen werden können. Mhm. Florian Hager, ist das was Sie sich auch als Funk schon mal überlegt hatten? Ja, unbedingt. Aber man darf da jetzt nicht wieder schwarz-weiß malen. Also ich kann mich erinnern, als ich Jugendlicher war Fernsehen das Allerschlimmste. Und alle haben gesagt, wenn du Fernsehen guckst, dann wirst du bescheuert und wirst nicht auf 3 zählen können. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt wieder mit solchen Thesen dann an den Start gehen. Ja, aber, und das tun wir auch, wir sind auf den Plattformen aktiv und hatten jetzt neulich einen Schwerpunkt zu DarkTube. Wir haben also investigativ recherchiert, dass auf dieser Plattform auch Dinge passieren, die nicht okay sind und haben diese Videos auf der Plattform publiziert. Also wir können auf dieser Plattform sehr wohl auch was bewirken. Und wenn Sie mal einen Selbstversuch machen, wir haben das auch mal bei uns im Team gemacht, am meisten erschreckt man schon immer, wenn man sich selber ertappt fühlt, also mit ihren Passwörtern. Das ist immer das lustigste Beispiel, wie viele Passwörter und wie genau Sie Ihre Passwörter haben. Wir haben bei uns einen Spezialisten gehabt, der hat es geschafft, wirklich fast alle Passwörter innerhalb von maximal 2 Stunden zu knacken. Und wenn er hier sitzen würde, würde das bei Ihnen auch können. Und wird es jetzt dazu führen, dass Sie sich jetzt mal endlich ein sicheres Passwort machen? Nee, wahrscheinlich nicht. Also es geht schon um eine gewisse Aufklärung an der Stelle, aber eben nicht mit dieser Angstbasiertheit. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Plattformkompetenz, wir sind auch, also ich war von Anfang an dann auch mit Schulen, die bei uns zu Gast sind. Das Interessante ist, auch da, du hast es mehrfach erwähnt, ist der Austausch auf Augenhöhe wichtig. Also es geht nicht darum, dass der Lehrer sagt, du darfst nicht und das ist böse, weil Lehrer oder Lehrerinnen im Zweifelsfall gar keine Ahnung haben von diesen Plattformen, sondern dass es ein gemeinsames Lernen ist, weil die Plattformkompetenz sehr wohl bei den jungen Menschen ist. Also die wissen viel besser, wie man diese Plattform nutzt und teilweise wissen die auch ganz genau, was da passiert, aber sind den Folgen vielleicht nicht ganz so weit. Achso, du wolltest ich wollte tatsächlich noch ein großes Lob an Funk aussprechen, weil die es nämlich schaffen, als einer der wenigen Sender auch extrem divers zu sein und Menschen eine Plattform zu geben, die so in den Medien sonst auch nicht stattfinden. Das heißt, da finden
oder da finden Menschen statt, mit denen ich mich identifizieren kann als junger Mensch, die ähnliche Biografien mitbringen und nicht irgendwie schon den akademischen Bildungsweg beschritten haben, bis sie überhaupt mal in der Redaktion sind. Wenn man sich in unseren Redaktionen umschaut, muss man sagen, die sind leider wenig divers, immer noch. Also nicht nur divers, was Migrationsbiografien angeht, sondern zum Beispiel auch wenig divers, was Arbeiterkinder oder Kinder aus eben Arbeitermilieus angeht. Das ist einfach grundsätzlich schwierig, dass so wenig Diversität in der Redaktion stattfindet, weil es unseren Blick einschränkt. Und das macht Funk ganz bewusst ganz anders. Ich möchte noch mal was zu dem Gedanken sagen, der hier vertreten wurde, dass es Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Medien ist, Öffentlichkeit herzustellen. Das wurde ja kritisch gesehen. Das ist richtig. Aber man muss auch die Rahmenbedingungen sehen, in denen sich öffentlich-rechtliche Medien bewegen. Und Herr Professor Dörr hat ja darauf hingewiesen, dass den öffentlich-rechtlichen Medien einmal durch das Beihilfeabkommen, was in Brüssel damals geschlossen wurde, und dann durch die Gesetzgebung hier in Deutschland große Fesseln auferlegt wurden, was zum Beispiel die Möglichkeit der von Videos in, auf Plattformen anbelangte. Da waren ja zeitliche Beschränkungen und diese zeitlichen Beschränkungen führten dazu, dass der Nutzer für das Geld, was er als Rundfunkbeitrag zahlt, nicht die adäquate Leistung bekommt, sondern dass ihm das weggenommen wird. Diese Schranken sind teilweise jetzt durch den 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag gefallen. Aber wir befinden uns jetzt wieder in einer Diskussion, wo es darum geht, die öffentlich-rechtlichen Medien in ihrem Auftrag einzuschränken. Und diese Diskussion hat die Zielrichtung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nur auf Information und Kultur im Wesentlichen sich konzentrieren soll und ihm Vorgaben gemacht werden, was den Umfang der Unterhaltung anbelangt. Dazu gibt es auch im Übrigen Gutachten, wo man dann versucht, das dann auch noch rechtlich abzustützen. Vor diesem, wenn ich das mal in Bezug setze, zu dem, was uns Herr Unterberger gesagt hat, nämlich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, damit er seine Botschaften unterbringen kann, auch die Möglichkeit haben muss, sein Publikum zu erreichen, dann frage ich mich, ob hier nicht möglicherweise wieder Einschränkungen in der Diskussion sind, wo dann am Ende dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgeworfen wird, dass er sein Publikum nicht erreicht, aber es überhaupt gar nicht erreichen darf, weil möglicherweise sein Auftrag so beschränkt wird, dass er keine Angebote machen kann, die breite Bevölkerungsschichten und vielleicht auch die Schichten, die etwas bildungsferner sind, erreichen können. Darauf wollte ich noch mal hinweisen und es ist auch noch für mich mal eine Frage an das Podium, wie das gesehen wird. Genau, hat er. Also ich kann dem nur zustimmen und das knüpft auch an Ihre erste Bemerkung an. Es war durchaus auch ein Erfolg, den die Öffentlich-Rechtlichen erstritten haben, dass der 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag wesentliche Schranken endlich beseitigt hat. Das ist nicht vom Himmel gefallen und da hat es enormen Gegenwind gegeben. Also nun kenne ich diese politischen Diskussionen noch sehr genau in Landtagen bei politischen Parteien. Es gab enormen Druck, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiterhin beschränkt zu lassen, mit Ausnahme von Funk. Glücklicherweise hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk diesen Streit politisch gewonnen, weitgehend, mit einer Ausnahme, nämlich den presseähnlichen Angeboten, was auch eine verheerende Einschränkung ist. Aber dagegen gibt es übrigens ein Verfahren. Ich kenne das sehr genau, da ich es mit vertrete. Es ist nicht so, dass sich gar keine öffentlich-rechtliche Anstalt dagegen zur Wehr setzt, sondern es gibt eine, die sich bisher dagegen zur Wehr setzt. Also insoweit hat man auch Erfolg gehabt, aber es gibt natürlich auch andere Einschränkungen weiterhin. Und man muss, da stimme ich Ihnen zu, immer wieder auch den Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Öffentlichkeit bewusst machen, versuchen politisch auch diese Dinge durchzusetzen. Aber es gibt natürlich eine starke andere Seite. Das sind gar nicht mehr nur die Verleger, sondern das sind eben auch soziale Netzwerke, Videoplattformen,
die möglichst wenig öffentlich-rechtlichen Bereich in bestimmten Feldern sehen möchten. Und, wobei, wenn es erfolgreich ist, wird es doch sehr gerne genommen. Also Braunschlag zum Beispiel vom ORF habe ich auf Netflix gesehen. Ja, richtig. Wenn es erfolgreich ist, wird es wieder genommen. Bei Videoplattformen, wenn man selber damit Geld verdienen kann. Also die Gemengelage ist vielfältig. Aber es ist durchaus so, dass wir da immer wieder für streiten müssen, wenn wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk publizistisch erhalten wollen, wovon ich tief überzeugt bin, dass wir ihn weiter unbedingt brauchen. Und wir müssen vor allem in den sozialen Netzwerken, in Videoplattformen, ihn in einer Weise präsentieren, das macht Funk vorbildlich vor, dass er auch bei den Nutzerinnen und Nutzern wahrgenommen wird. Das muss man eben in der jeweiligen Form der Zielgruppe erreichen. Und da sind Sie gefordert. Als Journalisten. Genau, und da würde ich nämlich gerne mal eine Lanze brechen für viele Journalistinnen und Journalisten, die das Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den sozialen Netzwerken schon massiv verbreiten, sich da der Diskussion mit Nutzerinnen und Nutzern stellen, und zwar unentgeltlich in ihrer Freizeit, weil das nämlich genau niemand honoriert. So, wir machen es aber dennoch, weil wir von dem Produkt überzeugt sind. Das heißt, wir stellen uns in die Diskussion, wir sind da nicht geschützt. Ne? Also wenn wir an der Stelle was abkriegen, sind wir häufig nicht geschützt. Auch dafür gibt es mittlerweile Ansprechstellen, dass man uns dann sozusagen als freie Journalistinnen und Journalisten auch unterstützt, was das angeht. Aber es gibt sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die täglich dafür kämpfen, dass diese Inhalte Verbreitung finden, ohne dass das explizit der Auftrag wäre. Und das ist das, was wir zu den Influencerinnen und Influencern gesagt haben, was ja auch Funk tatsächlich macht, eben mit den Leuten, die schon Reichweiten haben, zusammenzuarbeiten, um eben diese Programme auch weiter zu verbreiten, dahin, wo wir erstmal gar nicht hinkommen. Und von daher, das bitte ich auch zu honorieren, wenn man öffentlich-rechtlichen Journalistinnen und Journalisten begegnet, dass die sich wirklich reinhauen für das, was sie da produzieren. Und dann zum Teil auch gegen den Willen der Hierarchie, muss man leider auch sagen. Deswegen auch das, also dieser kleine Seitenhieb, der muss mir jetzt mal erlaubt sein. Nein, das ist und richtig. Wir haben ganz viele Wortmeldungen hier und da drüben ist auch noch... Ja, ich möchte gerne nochmal auf die Ausgangsfrage dieser Veranstaltung zurückkommen. Bedrohen Facebook, Google und Co. unserer Demokratie. Mein Eindruck der bisherigen Diskussion war eigentlich der, dass ein Konsens darin bestand, dass die Situation durchaus bedrohlich ist, wenn ich das nicht falsch verstanden habe. Ja. Aber bekanntermaßen sind wir ja im Analysieren des Status quo immer sehr gut. Wir können das alles durchbuchstabieren, von vorne bis hinten, wie die Gefahren alle aussehen. Aber die Frage, wie geht man jetzt mit diesem Bedrohungsszenario um? Darauf habe ich eigentlich heute keine, für mich jedenfalls befriedigende Antwort gehört, weil das, was es an guten Beispielen gibt, wie beispielsweise Funk, das läuft sozusagen im Gesamtmaßstab dessen, was wir betrachten, eigentlich bestenfalls als Schadenbegrenzung und nicht als eine wirksame Gegenstrategie. Und deswegen frage ich auch Sie nochmal, weil Sie sind ja auch diejenigen, die heute hier um Ihre Meinung gebeten sind. Also ich sehe keine im politischen Raum und auch im medialen Raum keine, ich sag mal, mutige, beherzte, auch angriffslustige Strategie, den wirtschaftlichen, den ökonomischen Einfluss und damit auch den medialen Einfluss dieser großen Player in irgendeiner Weise zurückzudrängen oder zu regulieren. Weder auf nationaler Ebene noch auf europäischer Ebene. Und ich glaube, wenn die Analyse stimmt, dass dies zu einer Bedrohung der demokratischen Öffentlichkeiten beiträgt, ist eine solche Strategie möglichst schnell vonnöten. Und ich würde mich freuen, wenn diese Runde auch dazu beitragen könnte, einen Beitrag zu leisten, eine solche Strategie zu entwickeln. Herr Hager. Da gibt es natürlich jetzt keine allgemeingültige Antwort und ich bin eher derjenige, der an die kleinen Schritte glaubt. Und da gibt es ganz arg viele. Und ich war vor einem halben Jahr, war ich auch sehr pessimistisch. Aber wenn man Frau Verstager jetzt mal anschaut, was die erreicht hat, und gehen Sie mal in Silicon Valley in Kalifornien, dieses Datenschutzgrundverordnung, auch wenn die sicher an manchen Stellen auch ein bisschen schwierig und vielleicht hätte man auch mal mit ein paar Leuten reden können, die sich vielleicht wirklich damit auskennen. Gut, kleiner Seitenhieb. Aber die Grundidee war gut und Kalifornien hat das quasi komplett, also die wird überall zitiert von dieser Datenschutzgrundverordnung. Also es ist sehr wohl möglich,
zu regulieren, obwohl ich bin jetzt auch kein Fan der Regulierung, aber manchmal ist es extrem wichtig, dass sinnvoll reguliert wird. Herr Dörr hat es erwähnt, was bei Medien eigentlich immer der Fall war. In dem Fall lässt man es einfach laufen, weil es halt irgendwie Internet ist und kein Mensch interessiert. Ganz ehrlich, in der Politik ist an vielen Stellen auch überhaupt keine Sachkenntnis vorhanden oder die Sachkenntnis sind wir nicht so in der Tiefe drin, dass wirklich verstanden wird, worum es da eigentlich geht und was auf dem Spiel steht. Also wie gesagt, ich glaube auf europäischer Ebene, ich lese inzwischen Papiere, die durchaus interessant sind, die wirklich das Thema treffen, die auch sinnvollerweise Vorschläge machen und auch wenn sie Funk als Schadensbegrenzung bezeichnen, wir merken in der täglichen Arbeit, wir müssen die Arbeit annehmen, wir müssen uns damit beschäftigen, von außen dran stehen und sagen, Igitt, das ist alles hässlich bei denen, hilft halt auch nicht weiter. In der täglichen Arbeit wird uns immer klarer, an welchen Stellen stimmt es nicht und wir schaffen sehr wohl auch in kleinen dann auf der Plattform Veränderungen, schaffen wir uns Regeln, wir kommen weiter an der Stelle. Klar, das ist nicht der große Wurf und es ist natürlich schöner, jetzt das neue Facebook auszurufen, aber ich glaube an vielen Stellen, ist einiges unterwegs. Was vielleicht fehlt, wo Sie komplett recht haben, ist eine Koordination des Ganzen. Es ist an vielen Stellen von Algorithm Watch bis keine Ahnung, es gibt ganz viele Initiativen, aber so diese Zusammenführung und Koordination dieser ganzen Aktionen, die fehlt so ein bisschen. Herr Unterberger. Ja, ich sehe es eigentlich auch nicht so pessimistisch. Im Gegenteil, ich bin ja schon etwas älter und ich muss sagen, also ich habe schon schlimmere Zeiten erlebt, was das betrifft. Die Situation ist so, wie Sie sie beschreiben, Gefährdungen überall, wohin man schaut. Aber ich erlebe sehr viele Initiativen. Ich habe den Eindruck, dass der Teil der kritischen Öffentlichkeit definitiv wächst, dass die Aufmerksamkeit wächst, auch an manchen Plätzen, wo man sie gar nicht erwarten würde. Ich stimme dir natürlich zu, dass die manche Kreise der Politik von diesem Aufweckprozess noch nicht irgendwie berührt sind. Das ist vollkommen richtig, schaffen wir aber auch noch. Aber ich bin da wirklich nicht pessimistisch. Ich würde allerdings nur einen Satz noch zu dem Herrn, der jetzt leider nicht mehr da ist, der uns aufgefordert hat, auch diese Öffentlichkeit herzustellen. Ja, er hat schon irgendwie recht. Ich kämpfe auch schon seit gefühlten 200 Jahren für ein Medienmagazin im ORF. Habe ich meinem Chef noch nicht überzeugen können im Übrigen. Aber vergessen Sie nicht, die Öffentlichkeit, meine Damen und Herren, sind Sie, nämlich auch. Und wenn Sie ein ganz praktisches Beispiel hernehmen und sich anschauen, was voriges Jahr in der Schweiz passiert ist, ja, mit No Billag, ja, das ist ein wunderbares Prinzip, ein wunderbares Beispiel, dass Öffentlichkeit wirkt. Denn die Schweizer Öffentlich-Rechtlichen haben diese Auseinandersetzung nicht gewonnen. Ja, nicht gewonnen, weil sie so tolle Kampagnen gemacht haben. Das durften die nämlich gar nicht. Die haben die Abstimmung gewonnen, weil die Schweizerinnen und Schweizer aufgestanden sind und gesagt haben, wir lassen uns unsere SAG nicht wegnehmen. Das war der Selling Point. Das war der Punkt, weil die Gesellschaft, die Organisationen, die Kulturorganisationen, die Bildungsorganisationen, die Bevölkerung gesagt hat, wir lassen uns das nicht wegnehmen. Und ich glaube, das will ich jetzt nicht Ihnen unser Problem überantworten und uns freispielen. Wir müssen schon auch selber über uns reden. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren mit mehr oder weniger Verzweiflung und Freude. Aber es ist auch ganz, ganz wichtig, der Gesellschaft zu sagen, es ist euer Rundfunk. Ja, es ist eure Angelegenheit. Wir machen das nicht, weil wir uns selber goldene Westen stricken, sondern wir machen das aus Erfüllung der öffentlichen Aufgabe. Und daher müsst auch ihr sagen, ob ihr das wollt oder nicht. Und ich glaube, das sollte man nicht ganz vergessen. Sie haben mehr Macht, als Sie glauben. Sie können jederzeit zu Ihrem Politiker oder Politikerin im Wahlkreis gehen und sagen, du, ich bin mit dir überhaupt nicht einverstanden mit dir. Nützen Sie dieses Recht. Es ist Ihre öffentliche Angelegenheit. Herr Dörr. Ich bin kurz. Ganz bei Herrn Hager, ganz kurz. Es sind durchaus positive Schritte gemacht worden. 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Wir brauchen als eine Gegenstrategie natürlich die Möglichkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, in diesem Bereich publizistisch überall präsent zu sein. Das ist mal ganz zentral wichtig. Zweitens die Anwendung des europäischen Wettbewerbsrechts in aller Schärfe gegen auch die Unternehmen. Und da ist Europa, da würde ich jetzt Europa nicht kleinreden wollen, da ist Europa sehr erfolgreich. Und drittens gibt es auf europäischer Ebene Datenschutzgrundverordnung. Es gibt aber auch, wenn auch umstrittene, Urheberrechtsrichtlinien, die durchaus den Googles und Facebooks dieser Welt gewaltig wehtun.
Und deshalb sind die auch nicht so glücklich darüber, ob sie nun gelungen sind oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Nora, heißt das jetzt immer nur relativ kurz, genau. Aber ich würde gerne die ganzen Menschen, die sich noch gemeldet haben. Es gibt ja noch was anderes als eine digitale Öffentlichkeit, bei der ja auch gar nicht alle sind, nämlich die reale Öffentlichkeit. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich ein bisschen zurückgezogen. Es gab ja sehr viele Radiosendungen, die auch vor Ort geführt worden sind. Und jetzt erleben wir da aber ein Revival, nämlich dass Journalistinnen und Journalisten wieder zu den Menschen gehen. Das Y-Kollektiv macht, glaube ich, Live-Shows zum Beispiel von Funk. Viele Menschen, die Podcasts machen, machen Live-Shows. Das heißt, wir sind wieder Menschen. Also wir sind nicht nur hinter so einer Mattscheibe, wir sind Menschen, wir sind ansprechbar, wir diskutieren in echt. So. Und das ist eine Strategie, die extrem demokratiefördernd ist, weil ich glaube, nur da bekommen wir auch Menschen, die sich dann wieder für uns einsetzen. Das ist das Bindemittel im Prinzip. Dahin, ja. Ich wollte noch mal darauf ansprechen, über die Diversität des Journalismus, weil ich denke, also ich habe Journalismus studiert und die Leute, die da mit mir zusammen studiert haben, waren alle so wie ich. Also das waren zu 85% Frauen in meinem Alter aus einem Akademikerhaushalt, die es sich leisten konnten, Journalismus zu studieren und auch die 1 Million Praktika zu machen und die 10.000 unbezahlten Verträge. Und es gibt genug, mich inklusive, die das abschreckt, einfach diese Arbeitsform durchzuhalten. Und das ist, glaube ich, in anderen Schichten noch viel extremer. Also wir hatten 2 von 35, die aus einem Arbeiterhaushalt kamen. Und das ging auch nur mit Höchstsatz BAföG, was sehr, sehr schwierig ist und sehr kompliziert ist. Und dann immer noch jede Semesterferien nicht arbeiten zu können, sondern dann ein Praktikum zu machen, dass man irgendwann mal irgendwo reinkommt, ohne auch nur einen Cent dafür zu kriegen. Das finde ich schwierig und deswegen können sich, glaube ich, auch viele Leute nicht mehr mit dem Journalismus wirklich identifizieren, weil sie einfach in vielen Schichten gar keine Journalisten kennen. Die sind gar nicht in ihrem Bekanntenkreis. Und dann fühlt man sich natürlich, kann man da einfacher sagen, so, ah, das ist alles Propaganda und das ist alles Elite. Und dem glaube ich viel weniger als meinem Influencer, weil der ist so wie ich, der kennt meine Probleme. Und ich glaube, das ist viel, wo man was mit erreichen könnte, Personal aus verschiedenen Schichten zu kriegen. Aber da muss halt in den Wegen, in den Journalismus irgendwie was passieren, was momentan noch nicht so ist. Vielen Dank. Hier vorne hat sich eine Frau schon ganz lange gemeldet, eine Dame. Tut mir leid. Dankeschön. Mein Name ist Maja Göbeck. Ich bin also sehr ein großer Fan vom Öffentlich-Rechtlichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich frage mich trotzdem, welche Rolle spielt die Psychologie im Öffentlich-Rechtlichen? Es gibt ein altes Sprichwort, das heißt, mit Speck fängt man Mäuse. Das wird natürlich von den Privatsendern in voller Breite genutzt, weil da haben sie jede Form von Werbung, die auch irgendwie anscheinend wirkt. Nur mein Problem ist, Sie haben die Zahlen genannt, dass die jüngeren Leute nicht mehr erreicht werden durch die öffentlich-rechtlichen Sender. Wenn ich meine Mutter frage, die hat auch keine Lust mehr auf Tatort und den x-ten Krimi, die erreicht man also dann auch nicht mehr. Dann muss ich mich ja fragen, wie funktioniert es denn dann? Und ich bin froh zu hören, dass es sowas wie Funk gibt, was ich gestehe, heute zum ersten Mal höre, leider. Aber es ist eben wichtig, da mal ganz dicht an den Leuten dran zu sein, weil sonst haben wir doch gar keine Chance. Das ist ja am Ende des Tages auch der Auftrag. Das war jetzt wahrscheinlich keine Frage, sondern Sie wollten das mal loswerden. Oder wollten Sie gerne? Ja. Vielleicht kann man Florian Hager fragen. Dazu. Ja, also mir ist auch eine ganz große Frage. Also zwei Sachen vielleicht. Eine Sache ist, wir dürfen bei all dem nicht vergessen, also auch Funken. Ich danke, dass das jetzt hier so oft erwähnt wird. Und ich glaube, ja, wir machen viele Dinge, die gut sind, die positiv sind, aber wir machen auch total viele Fehler. Also nur um das auch mal klarzustellen. Und wir sind nicht angetreten, das lineare Fernsehen abzuschaffen. Also lassen Sie uns auch da die Kirche im Dorf lassen. Wir erreichen immer noch über unsere lineare Ausspielwege unglaublich viele Menschen jeden Tag. Unglaublich viele Menschen. Mehr als, also Chefin der Medienforschung des ZDF hat mich immer so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass sogar die Abrufe des Teletextes immer noch weitaus höher sind als alle Abrufe der ZDF-Mediathek. Also nur, um das mal zu sagen, und dass Sie mich auch nicht falsch verstehen, weil ich bin hier so ein bisschen der immer was Internet... Das werde ich auch weiterhin tun. Also nur, dass wir es nicht verwechseln. Wir erreichen immer noch ganz arg viele Menschen mit super Inhalten auf linearem Wege. Und die Tagesschau zum Beispiel hat es unglaublich gut geschafft, einen Instagram-Account hinzukriegen. Sie kriegen super tolle Nachrichten von der Tagesschau über Instagram und die erreichen andere Menschen da. Also
es sind ganz viele, die sehr, sehr viel richtig machen. Ich glaube, im Großen ist da noch eine gewisse Trägheit im System. Und Sie können sich vorstellen, die grauen Haare sind jetzt nicht nur, weil ich auch älter werde langsam, sondern weil ich tagtäglich mit diesen Menschen zu tun habe, die es immer noch nicht verstehen. Aber Ihre Frage war konkret. Ich glaube, wir beschäftigen uns extrem damit, wie wir die Menschen erreichen. Was halt ein bisschen schwierig ist, ist so die Barriere zu sagen, ja, wir sind die Gatekeeper, aus der Welt kommen wir. Wir entscheiden ja, was sie gut finden, oder? Und das ist ja auch der Vorschlag, der jetzt auch mehrfach kam. Wir müssen eher gucken, was sind denn die Inhalte, die da in der Zielgruppe funktionieren und wie können wir die adäquat umwandeln? Vielleicht gibt es auch andere Menschen, die dafür besser stehen als wir. Wie können wir die fördern? Wie können wir die entwickeln? Wie können wir trotzdem ein redaktionelles Surrounding schaffen? Sie können sich vorstellen, wie oft ich mich rechtfertigen musste, weil ich durchgesetzt habe bei mir in meiner Mitarbeiterschaft, dass ich da Leute drin haben will, die kein Abitur haben, die kein Studium haben. Ich bin in den Personalrat zitiert worden mit der Frage, ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte, wie ich denn überhaupt das Öffentlich-Rechtliche, die Qualitätsstandards überhaupt gewährleisten kann, wenn der Mensch gar kein Volontariat hat. Dann habe ich mich hingestellt und gesagt, ich bin Diplom-Ingenieur, also bin inhaltlich verantwortlich. Also das war relativ schnell geklärt, weil ich auch kein Journalist bin. Aber wir müssen mal darunter von diesen ganzen internen Barrieren, die wir da haben, und wieder mal überlegen. Und das fand ich, was du sagst, rausgehen. Armin Wolf habe ich kennengelernt, der auch einen super Job fürs Öffentlich-Rechtliche übrigens nicht nur in Österreich macht, sondern auch über Grenzen hinweg dafür einsteht mit seinem Namen. Der hat mir erzählt, er geht einmal die Woche, hat er immer einen Termin, wo er rausgeht, wo er Menschen trifft, wo er auch sowas hier macht. Und viel in Schulen und auch. Und wenn wir nur die Hälfte unserer 100.000 Mitarbeiter, übertrieben, aber unsere ganz vielen Mitarbeiter das tun würden, dann wären wir auch in ganz anderen Diskussionen, wären wir da näher dran. Und wir sind hier auch nicht wirklich divers, wenn man es mal in die Runde schaut. Also die Diversität ist total wichtig. Bei den unter 25-Jährigen sind 30% mit Migrationshintergrund. Das ist Realität, da braucht man nicht mehr drüber reden. Das ist nicht in 20 Jahren, es ist jetzt so. Und wir sollten das endlich annehmen. Und genau das, was du auch sagst, sorry, dass ich du sag, fühle mich dir sehr nah an der Stelle. Wir müssen gucken, wie wir das öffnen, wie wir die Barrieren aufmachen. Herr Unterberg, aber kurz nur, damit wir noch... Ganz kurz, ich stimme zu. Prima, Nora Hespers. Ich wollte nur sagen, ich bin immerhin ein halbes Arbeiterkind und mit einem Praktikum in den Medien gelandet, werde nie ein Volontariat, hätte nie ein Volontariat bekommen und so. Ich habe auch also, kein Volontariat. Genau, es ist machbar, aber es ist dann halt irgendwie ein bisschen schwieriger. Genau, das war nur kurz die Ergänzung dazu. Also es ist möglich und es wäre natürlich toll, wenn das einfach viel, viel auf viel breiterer Fläche möglich ist. Und was ich dazu noch sagen wollte, ist, was wir bei Zeig das wunderbare Welt des Fußballs machen, das ist eine kleine Sendung am Sonntagabend und trotzdem haben wir 300.000 Fans oder Follower bei Facebook und über 200.000 bei Twitter. Warum ist das so? Weil die Leute das Gefühl haben, sie können dieses Programm mitgestalten, weil wir ihre Inhalte aufnehmen. Das mag total banal klingen, weil die uns YouTube-Clips schicken oder irgendwie was aus, keine Ahnung, was sie auf ihrem eigenen Fußballplatz aufgenommen haben. Aber sie finden statt. Sie finden statt und es ist nicht nur der große Fußball, sondern es ist der kleine Fußball, es ist die Kreisklasse. Und das macht es irgendwie so nahbar. Und ich glaube, das ist auch eines unserer Geheimnisse. Vielen Dank. Und ja, also ich finde diese Diskussion auch wirklich sehr spannend. Und mir ist auch nochmal sehr deutlich jetzt bewusst geworden, wie in welcher Situation wir jetzt derzeit im Bereich Rundfunk im weitesten Sinne stehen. Wir haben von einer Seite eben noch diese klassischen Formen von Programmen, ja, das von dem Sender gestaltet wird und in einem bestimmten Zeitablauf steht. Und wir setzen dann einen Zuschauer auch vor, oder irgendwas hoffen wir, Zuschauer anzutreffen, die dann über einen längeren Zeitraum dann diese Sendung, dieses Programm verfolgen. Wir haben auf der anderen Seite aber nun völlig andere Nutzungsgewohnheiten über Smartphone. Ich in der Kaffeepause habe ich mich mit einigen jungen Leuten unterhalten, die sagten, wir haben keinen Fernseher mehr, wir schauen über Smartphone. Und dann schaut man eben ganz gezielt das an, was man ruft, das ab, was man eben gerade situativ sehen oder hören möchte. Das ist natürlich für die Rundfunkanstalten eine große Herausforderung. Herr Unterberger sagte, wir brauchen zum Beispiel eben das vielfältige Programm mit Unterhaltung auch, um Zuschauer anzulocken, anzudocken an uns, ja, an so ein Programm mitzuziehen, auch vielleicht eine nächste Sendung, die dann eher vielleicht einen etwas anspruchsvolleren Charakter hat, als eine leichte Unterhaltung. Wenn man also weggeht jetzt von dieser Denke Programm hin zu Content, Rundfunkanstalt als Content-Anbieter, dann sind natürlich die Qualitätskriterien wahrscheinlich ganz andere. Wenn ich die einzelne Sendung betrachte, dann muss ich jede einzelne Sendung ausweisen an diesem spezifischen Auftrag.
Und die Rolle der Unterhaltung hat dann vielleicht auch ein bisschen anderen Stellenwert, hat einen anderen Charakter. Sie ist dann nicht mehr nur sie ist nicht mehr hauptsächlich dann ein Medium, ein Beitrag, der Zuschauer bindet an das Programm und mitzieht, vielleicht eine nächste Sendung, sondern sie steht für sich jeweils. Also meine Frage vor allem an Herrn Unterberger wäre, sehen Sie das ähnlich, dass man in einer solchen, Weichenstellung jetzt in der Denkweise, in der Programmstrategie der Rundfunkanstalten steht? Wir haben noch das alte Denken auf der einen Seite, aber eben die sozialen Medien, das Internet und so weiter stellen uns auch vor ganz neue Herausforderungen und damit auch für neue Gewichtungen vielleicht, neue Qualitätskriterien für also die einzelne Gestaltung. Ja, es ist ganz schwierig, das sehr kurz zu beantworten, vielleicht für die Unterhaltung. Ich komme gerade aus dem sogenannten Expertinnengespräch Unterhaltung, das wir durchführen. Und das ist im Rahmen der Qualitätssicherung. Und da unterhalten wir uns mit den Fachleuten zum Thema öffentlich-rechtliche Qualität in der Unterhaltung. Und das ist überhaupt kein Widerspruch. Ja? Natürlich gibt es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Qualitätsansprüche an die Unterhaltung. Aber es ist mir ein Anliegen zu sagen, die dürfen nicht ausschließlich elitär sein. Also wir dürfen nicht die Unterhaltung so definieren, dass man möglichst nicht lachen darf. Und möglichst sie in der Staatsoper oder im Burgtheater vorkommt, weil alles andere passt uns nicht. Das ist der falsche, nämlich ein bildungselitärer Zugang. Ja? Das Populäre ist nicht der Feind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das muss man auch einmal sagen. Ja? Ganz im Gegenteil, wir brauchen gerade den Zugang zu bildungsfernen Schichten, die verdienen und brauchen ja gerade vertrauenswürdige Information, Widerspiegelung ihrer Lebenswelt. Aber das kann man nicht dauernd vom Predigtstuhl machen und mit der 27. Dokumentation, die sie dann nicht anschauen, da brauchen wir eine andere Sprache. Ja? Ich bin nicht dafür, ja, dass wir die Information verblödeln, ja, und alles muss lustig sein und überall ein Witz muss dabei sein. Ja. Das ist eine schwierige Herausforderung, auch für jene, die Unterhaltung machen. Wir erleben es aber tagtäglich. Was ist heute bei unseren Comedy- und Satireformaten? Stermann und Grissemann, das ist Unterhaltung, da wird gelacht und zwar ständig, aber das ist einer unserer kritischsten Sendungen im Programm. Da werden die Politiker aber quer durch den Raum geführt. Ja. Die trauen sich mehr als unsere politischen Journalisten zum Teil. Ja, ich glaube, da haben wir sehr viel kreatives Potenzial, aber ich bin ganz bei der Kollegin, wir müssen diese Augenhöhe herstellen, ja, und zwar explizit auch in der Unterhaltung, da dürfen wir uns von den Verlegern nicht sozusagen einreden lassen, dass wir nur möglichst wenig Information haben, Unterhaltung haben, ganz im Gegenteil, was wir vor allem brauchen, und Sie dürfen das gerne als mein Schlusswort jetzt einrechnen, was wir brauchen, ist Erfolg bei den Leuten. Die Leute interessieren sich doch nicht dafür, welche Strategie wir haben oder wie wir die Budgetverhandlungen führen. Ich glaube, wir müssen uns auch Erfolg bei den Menschen zutrauen, nur dann werden wir attraktiv. Nutzen ist das eine, es muss brauchbar sein. Die Leute klicken nur dann an, wenn sie was davon haben, wenn es praktisch ist, wenn es einfach ist und nicht irgendwie eine Seminararbeit vorher schreiben müssen, bevor sie anrufen dürfen. Aber es muss natürlich auch den Zug zum Erfolgreichen haben dürfen. Und ich glaube, das müssen wir uns ein wenig auch wieder in der Offensive zurückerobern. Wenn ich und so Stermann sagen und Grissemann, Willkommen Österreich heißt ja. Die Sendung, kann man übrigens wunderbar auf YouTube nachgucken, ja. Um jetzt mal den Bogen zu schlagen. Und Wolfgang Liepert hat jetzt das letzte Wort. Aus dem Publikum. Schrecklich, und dann das letzte Wort zu haben. Das will ich nicht haben. Herr Professor Dörr, Sie sagten, das größte Problem sei, wie begrenzt man Meinungsmacht. Und Sie haben deswegen ein Vielfaltsicherungsrecht gefordert. Sie haben gerade noch gesagt, wie man Vielfalt schafft, das wissen viele, nur es macht es keiner. Ich weiß es nicht, wie man Vielfalt schafft. Es gibt im Netz alles, 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 was Sie haben wollen. Da gibt es unendliche Vielfalt. Die Frage ist, wie kommt es an sein Publikum? Und die Meinungsmacht der Intermediären besteht doch darin, dass sie mit ihren Algorithmen, die wir nicht kennen, auswählen, was wir zu sehen bekommen. Das ist die Meinungsmacht. Das kann man auch leider nicht mit Wettbewerbsrecht beschränken. Wenn Sie Facebook und Instagram wieder teilen, dann haben Sie auch nicht viel gewonnen. Ich frage Frau Hespers und Herrn Hager, ob Sie vielleicht die Tricks kennen,
wie sie die Algorithmen austricksen und wie sie sozusagen dann in die sozialen Netzwerke hineingelangen, um an ihr Publikum zu gelangen. Denn das ist doch die entscheidende Frage, wie gelangt man an sein Publikum? Das schafft man auch nicht, indem man everybody's darling ist oder indem man sozusagen nur diejenigen nachmacht, die besonders erfolgreich sind. Vielfalt heißt nämlich auch Anstrengung. Und nicht nur sozusagen das zu bringen, was jedem gefällt. Und diese Meinungsmacht zu durchbrechen, das scheint mir das wichtigere Problem zu sein. Nicht das Wettbewerbsrecht, sondern wie schafft man Transparenz bei den Meinungsmonopolisten? Ganz kurz ja. Und die Antwort ist, wir müssen uns damit beschäftigen. Und ja, wenn Sie mit den Plattformen arbeiten, dann erkennen Sie Muster, dann erkennen Sie sehr wohl, wie der Algorithmus funktioniert. Und der ändert sich dann wieder. Das ist leider auch Teil des ganzen Spiels. Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Und das ist interessant, Sie erkennen aber auch, und das sage ich dann immer, selbst dieser Mark Zuckerberg, der da immer zitiert wird, der hat auch keine Ahnung von diesen. Der weiß gar nicht, was da passiert. Und seien Sie froh, dass der nicht weiß, was da passiert. Der ist nämlich noch nicht so weit zu sagen, er will jetzt entscheiden, wer der nächste amerikanische Präsident wird. Noch nicht. Also wir haben noch ein Fenster. Also wenn der mal auf die Idee kommt, zu sagen, ach, das könnte eigentlich entscheiden, dann könnte der. Und dann also mit reden Trump wir hat er sich schon Problem. Getroffen und hat verhindert, dass er auf Werbung auf Facebook verzichtet, auf politische, aber... Also Sie hatten ja auch angesprochen, Meinungsvielfalt, Meinungsmacht. Da hätten Sie mich missverstanden. Also natürlich ist in der digitalen Welt an Vielfalt alles da. Es geht darum, das hatte ich auch am Anfang gesagt, sich in dem Ozean zurechtzufinden. Und da kommen die Intermediäre ins Spiel und ermöglichen mir also, das für mich angeblich Relevante herauszufinden. Und das bestimmen sie eben nach ihren Kriterien. Das ist ein Problem. Aber Intermediäre machen nicht nur Vermittlung fremder Inhalte. Die machen auch eigene Inhalte. Es kommt immer darauf an, wen ich mir angucke. Und wenn es um ihre Interessen geht, dann bedienen sie auch die eigene Maschinerie. Und das ist genau das Problem, was Herr Hager sagt. Was ist denn, wenn Herr Zuckerberg bestimmen will, wer Präsident wird? Oder was ist denn, wenn YouTube etwas gegen eine EU-Richtlinie hat? Das konnte man unlängst beobachten. Dann wird eine Kampagne, und zwar von YouTube selber ausgelöst, der sich dann viele anschließen, weil die natürlich genau wissen, wie man das eigene Netzwerk bespielt. Das ist ein Riesenproblem. Wettbewerbsrecht ist nur ein Stück weit vielfaltsichernd. Bei Wettbewerbsrecht geht es nicht um Meinungsvielfalt, da geht es um Offenhalten von Märkten. Das hilft auch ein Stück und da ist die EU schon erfolgreich. Da geht es auch nicht nur um Auseinanderschlagen von Konzernen, sondern da geht es um gerechte Zugangsregeln. Das betraf Google. Google hat zum Beispiel bestimmte Angebote nach unten gerenkt, weil sie in Konkurrenz zu eigenen kommerziellen Angeboten standen und Ähnliches. Also das soll man auch nicht unterschätzen. Es ist schon wichtig, was die EU mit ihrem Wettbewerbsrecht macht, um ein Stück überhaupt diese Macht von den Intermediären zu begrenzen, nicht zu brechen, aber zu begrenzen. Und drittens, was der Rundfunkstaatsvertrag durchaus richtig macht, der neue, der heißt dann ja nicht mehr Rundfunkstaatsvertrag, sondern Medienstaatsvertrag, dass er versucht, zumindest Verhinderungsregeln zu schaffen, wie wirksam die sein werden. Das werden wir erst in Zukunft sehen. Das Schwierige ist, dass Diskriminierung sehr, sehr schwer in dieser Welt nachzuweisen ist, weil Algorithmensteuerung, ob die nach welchen Kriterien die abläuft. Google arbeitet mit ungefähr 500 Signalen. Da gibt es Hauptsignale, Nebensignale. Ich habe mich mal da in einem anderen Zusammenhang mit beschäftigen müssen und habe dann viel von Publizisten gelernt, die sich damit auseinandersetzen und Informatikern. Es ist ganz schwer nachzuweisen, was da wirklich passiert. Aber die Macht dieser Intermediäre ist schon da und da muss man sich ein Stück Sorgen machen und wir brauchen jedenfalls Regeln, die das ein klein wenig begrenzen. Ich glaube nicht daran, dass wir allein mit Regulierung nur das Problem aus der Welt schaffen, aber ein Stück weit kann das dazu beitragen. Die Reihen haben sich gelichtet, draußen ist es stockfinster, jeder darf jetzt noch einen wichtigen Appell loswerden. Wir können auch trotzdem noch einen sagen.
der sich mit diesem Thema befasst, ein Appell möglicherweise an die Politik, an uns alle, was die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks betrifft. Vielleicht trifft sich das mit dem, was Sie eh sagen wollten, nur Reispers. Nicht ganz, aber ich möchte an der Stelle tatsächlich sagen, dass Kommunikation ist eines der Kernthemen. Also bis jetzt haben Sender vor allem gesendet. Was von uns verlangt wird, ist, dass wir jetzt kommunizieren. Das braucht mehr Personal und das muss vor allen Dingen, nicht jeder, der sendet, kann auch kommunizieren. Also die Kommunikationsfähigkeiten, die wir im Netz brauchen, die sind sehr differenziert. Und was wir auch brauchen, ist Betreuung für Leute, die im Netz kommunizieren. Wenn sie nämlich mal, wie ich, 10 Jahre Social Media Management gemacht haben und sich anhören durften, was sie für ein schlechtes Programm sind, was sie für eine Scheiße fabrizieren und. Das macht was mit ihnen. Sie gehen an vielen Abenden nicht so besonders fröhlich nach Hause und so. Genau, das ist ein Job, den JournalistInnen jetzt übernehmen müssen, für den wir Schulungen brauchen, Ausbildung brauchen, aber auch so ein bisschen Pflege brauchen. Wir müssen diese Menschen wertschätzen und pflegen, die nach draußen kommunizieren und wir müssen diese Kommunikation führen, ganz dringend. Weil wir das nicht gemacht haben, ist zum Teil auch der Ton so verroht. Und das nicht zu machen, bringt Reichweite, das zu machen, bringt Qualität. Florian Hager? Puh, da wird es schwierig. Ich wollte nur noch mal vielleicht klar machen, vielleicht sollten wir an vielen Stellen verdeutlichen, dass in einer Welt, wenn man jetzt das Internet nimmt, in der vor 2 Wochen hat Ronaldo, den Sie ja wahrscheinlich alle kennen, Fußballer, hat bekannt gegeben, dass er auf Instagram mehr Geld verdient als Fußballer. Also, der Typ ist Fußballer. Der kann, also, hä? Der verdient mehr Geld. Also, nur, dass Sie mal die Relation wissen. In so einer Welt leben wir gerade. Und wir haben den Auftrag, Demokratie fördern zu sein, zur Meinungsbildung beizutragen, in einer Welt, wo die Menschen, und das ist, wenn man irgendwie jüngere Menschen anschaut, gewohnt sind, dass sie für das auch bezahlen, was sie da machen, beziehungsweise entweder nicht bezahlen, da ist dann Werbung, oder sie bezahlen, aber genau für das, was sie gucken, müssen wir quasi für was kämpfen, wo wir ja eigentlich wollen, dass die Leute bezahlen, selbst wenn sie es nicht nutzen. Das ist ja eigentlich der öffentlich-rechtliche Auftrag. Selbst wenn ich den Krempel nicht nutze, muss ich sagen, ich finde es wichtig. Mhm. Und viel Spaß dabei, das einem 15-Jährigen oder einer 18-Jährigen oder einer 20-Jährigen zu erklären, die in ihrem Studium die Haushaltsabgabe abdrücken muss. Herr Unterberger, auch wenn Sie keine Haushaltsabgabe abdrücken müssen, aber Sie haben bestimmt auch noch was. Also ich glaube, man sollte den beiden jungen Journalistinnen und Journalisten hier zuhören und ihnen folgen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Zumindest heute nicht. Sie möchten auch nichts noch mal sagen? Ich möchte auch die Möglichkeiten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Online-Bereich erhalten und erweitert wissen und bin gar nicht so pessimistisch. Gerade wenn man die Schweiz sieht, da hat man auch gemeint, die Bevölkerung würde die Zwangsgebühr bei uns Haushaltsabgabe ablehnen. Und wissen Sie, wo die Zustimmung am größten war? Mhm. Bei den Jungen. Ja. Das war die große Überraschung der Abstimmung in der Schweiz, die ganz wenig öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzen. Ja, vielen Dank. Und mit diesen positiven Worten hören wir jetzt auch auf. Vielen Dank, dass Sie so lange durchgehalten haben und uns zugehört haben und auch mitgemacht haben natürlich. Ja, was weiter passiert, werden wir natürlich alle mitkriegen, weil wir alle nicht nur Medien machen, sondern natürlich auch Medien nutzen. Und vielen Dank und einen schönen Abend wünsche ich.